Willkommen zurück zu Paper Mario Stickers, da nachdem wir im letzten Part ja endlich Geheimtür-Sticker kaufen konnten, und zwar im Level 3, 6, Kap der guten Aussichten. Nun ja, sind da jetzt natürlich in jedem Level ganz viele Geheimtüren, die entdeckt werden wollen, aber die will ich jetzt natürlich euch alle zeigen, und da habe ich mir gedacht, ich werde die jetzt alle einzeln zusammenschneiden. Und zwar von Welt 1.1 bis Welt 3.5. Das werde ich dann... Ach, egal. Und ganz kurz vor Pause kommt dann noch ein Video, wo ich alle restlichen Geheimtüren... Also ich werde jetzt immer einen Geheimtür-Sticker mitnehmen, wenn, bevor ich in ein Level gehe, ab jetzt. Und dann halt immer die Geheimtür zu finden. Und dann immer... Und dann kurz vorm Finalboss, also vor Bowser, dann noch die restlichen Geheimtüren von 3.6... bis zum letzten Level zusammenschneiden. Okay, na dann schneide ich euch jetzt mal alle Geheimtüren zusammen. Okay, die Geheimtüren Welt 1.1 ist hier. Wir haben ja im letzten Part tüchtig von denen eingekauft und jetzt ist auch das Bild gerade als vorhin. Oh ja, schauen wir mal nach, was wir hier finden. Oh, ein Dings. Und es ist... Reißzwecke. Hey, cool, dadurch kann man halt viele Dinge bekommen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, die Geheimtür im Flora-Karten ist hier, kurz vorm Ziel. Okay. Hüpp, und rein. Blöcke. Diesmal kein Ding, sondern seltene Sticker, zum Beispiel Color Eisblume, Color Po-Block und Color Feuerblume. Die werde ich dann gleich ins Stickermuseum einkleben, damit ich sie habe. Okay, und dann sehen wir uns gleich bei der dritten Geheimtür. Okay, die Geheimtür im Flusshüllenpfad ist hier unten. Hier ist, glaube ich, auch noch ja hier ein Glitzerpilz-Sticker. Okay, aber wir sind hier nicht hier, um Glitzerpilze zu sammeln, sondern um Geheimtüren einzubicken. Und es ist Münzen und, was ist das, ein Bett? Ja, tatsächlich ein Bettdings! Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, die drüben Hügel ist hier. Kurz vorm Ziel. Ihr wisst schon, da bei der roten Röhre. Kurz vorm Ziel. Wow, war knapp. Kämpfen will ich jetzt nämlich nicht. Okay, die Zündholzerschachtel ist jetzt nicht euer Herz. Streichhölzer. Okay. Okay, im Kabumino-Gebirge. Muss man, glaube ich, dann hier in die Röhre rein und die... Genau, da war ich noch gar nicht. Eine Schande, dass mir das nicht aufgefallen ist. Und dann seht ihr hier, das ist jetzt nämlich knapp, ich habe nur noch eine Geheimtür, das heißt, ich muss wieder welche kaufen gehen. Okay. Abwarten, was drin ist. Was ist das? Okay, das ist ein Blasebalg. Okay. Aber nur ganz kurz will ich nachsehen, was da links ist. Ich glaube, ich weiß es. So. Da seht ihr deine Verstöpselten. Ja. Wow. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, im Gumba-Kastel ist es hier an dieser windigen Stelle. Da kann man es hier einkleben. Ihr seht, da oben kann man dann auch die Löcher damit verstopfen. Nur ein kleiner Tipp, falls ihr hier selbst nicht weiterkommt, aber... Wieso schaut ihr euch dann dieses Video an, wenn ihr nicht mal hier weitergekommen seid? Okay. Wollte ich nur mal kurz sagen. Okay. Wasserpistole, eine Wasserpistole. Das ist was Neues. Okay. Okay, dann geht's jetzt ab in Welt 2. Okay, in der nimmerfeuchten Wüste ist es hier. Direkt hinter diesem Sombrero, da oben auf diesem Pyramide, oder was das ist. Ja, das ist eine Pyramide. Jetzt gehe ich einfach durch die Typen durch, okay.
Was ist das? Eine Autobatterie. Da kommt denn auf so ein Blödsinn. Okay, wir sind uns gleich wieder im Yoshi Finks. Okay, am Yoshi Finks muss man von hier aus nach links gehen. Und dann müssten wir es eigentlich... Ja, bitte! Ne, Geheimtür! Will ich jetzt nicht, okay. Ich hau ab. Ich hoffe, ich schaff das jetzt. Ja, ich schaff's. Okay. Und was ist das? Was ist das denn? Moment, das ist ja, das ist so ein japanischer Papierfächer. Okay. Und wir sehen uns gleich wieder in den Treibsandruinen. Okay, nur mal kurz zur Info. Wisst ihr, wie ihr hierher kommt, dann kann ich euch hier weiterhelfen. Denn den ganzen Weg will ich jetzt nicht nochmal latschen. Okay. Dap, dap, na, ach. Dap, da hinten seht ihr. So, einfach über die Paratrooper drüber kleben. So. Und rein. Was ist das denn? Ein Feuerzeug. Okay. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Hier in der Urlaubsparadiesoase ist es was? Ist es, glaube ich, gar nicht so schwer. Na bitte. Einfach vom Start aus ein bisschen nach links gehen. Okay, dann. So. Und rein. Und was ist da? Das ist wieder eine Schere. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Arten von Scheren. Und das ist die Haarschere. Die normale haben wir ja schon ganz am Anfang gefunden. Und wisst ihr was? In der nimmerfeuchten Arena ist es so. Okay. Wisst ihr was? Ich schreibe einfach 4, 2 und 2, 5. Okay. 2, 4 und 2, 5. Okay. Das ist hier gleich am Anfang. Und deshalb mache ich das halt hier jetzt halt schnell zusammen. So. Und was ist das? Kala Pickelhelm. Kala Huchhammer. Kalaburfhammer. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder im Weltraum. Okay, in der, wie hieß sie noch alle? Das ist ein bisschen schwer, denn dieses hier versteckt. Das ist ganz schön schwer zu sehen. Na dann, jetzt macht er es auch. Und ich muss sagen, da hängt dieser Zusammenschnitt jetzt fast zum Hals raus. Okay, was ist das? Scheinwerfer. Lustig, okay. Dann sehen wir uns gleich wieder in... Ach, das sage ich immer. Okay, wir waren, weil das ist ein bisschen schwer. Falls ihr es bis hierher geschafft habt, dann müsst ihr von hier aus dann hier auch rechts. Und dann sind wir hier und dann muss man es hier einkleben. Was ist es diesmal? Jetzt bin ich gespannt. Ist das was Tolles? Ich hoffe schon. Das ist eine Violine. Lustig. Okay. Hier in Wiglers Wohnbaum muss man hier am Esstisch nach rechts gehen und von dann da die Geheimtür einkleben. So. Basta. Wow, ein KP Plus. Das heißt, wir haben mehr KP. Wunderbar. Okay. Okay, hier in der Bow-Lichtung, hier ganz am Ziel, hier links. Ja. Das ist jetzt die vorletzte und ich bin froh, dass es die vorletzte ist, denn ich bin echt schon müde von dem ganzen Hin- und Hergerennen. Okay, was ist denn da? Eine Tonne! Okay. Okay. Eins ist noch und da sehen wir uns gleich. Okay, das ist die letzte Geheimtür hier im Einbahnfluss und die ist da, wo der Bumerangbruder ist. Seht ihr da hinten? Und das ist jetzt noch die letzte Geheimtür, die ich habe. Ich bin pleite, okay. Ich kann mir keine leisten. Ich frage mich, wie ich die dann im nächsten Level mir überhaupt
bekommen soll. Okay, und schnell rein, genau. Und es ist ein Kissen. Okay. Okay. Und ich rede jetzt am besten nicht mehr lang rum. Ich sag auf Wiedersehen und Tschüss und ich bin jetzt echt müde. Okay, im nächsten Part sehen wir uns in 3, 7. Tschüss!